willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Wir wollen hier die Tür freikriegen und dafür müssen wir den Wagen irgendwie runter. Wenn ich den Kübel fülle, könnte er schwer genug sein, um den Kran zu bringen. Oder so, genau. Da habe ich mich ja noch gar nicht mit befasst. Ich bin nicht stark genug. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Ja, ach, da ist auch noch was in der Ecke. Nehme ich auch noch mal mit. Den Kahn umstürzen, den Kübel voll mit Wasser kriegen. Wenn ich den Kübel fülle, könnte er schwer genug sein, um den Kahn zu Fall zu bringen. Hey. Wo soll's denn hin, in welche Richtung hier? Ich glaube, das bringt noch nicht viel. Ja, das Ganze vielleicht schieben. Und das dann daran fixieren, sodass der Kübel sich mit Wasser füllen kann. So, weißt du? So. Genau. Und das jetzt dann aufdrehen und so. Nee, nicht schieben, sondern jetzt die Seite. Geht das, geht das jetzt nicht mehr? Wenn ich da jetzt so ein bisschen zieh mal. Mich dann nur mal an die Ecke rankommen. So müsste das klappen. Ja, genau. So müsste das klappen. So sehe ich das auch. Schön her mit zu uns drehen, damit das mit Wasser sich füllt. Mal wieder gar nicht knapp. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Gitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Ach so, ja. Aufwärmen, betreten Sie das Tal. Ja, das hat sie natürlich jetzt mal eben alles hier aus diesem Gemälde abgelesen. In, paar Sekunden, das ist kein Problem für Lara. Aber wir schauen uns trotzdem noch weiter um und sammeln hier das ganze Gedöns ein. Wollen wir alles nicht übersehen. Wo soll ich eigentlich lang? Komme ich von da? Da ist noch was. Eventuell. Ja. Sehr schön. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt mal da lang und hoffe, dass ich da irgendwie rum kann.
echt ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Ja. Und du hast es als erstes Mal wieder hier entdeckt. Ab ins kalte Nass. Ich glaube, du musst hier runter. Runter, runter. Und wir sind hier, was weiß ich wo. Da könntest du vielleicht noch lang. Schwimm schneller. Und komm hoch, komm hoch. Okay. Ich dachte, ich hätte da aus dem Wasser irgendwas blitzen sehen, aber das war vielleicht nur einfach Ausgangslicht. Sehr schön. Wo kommen wir hin? Sagst du dazu was? Nehmen wir auch mit. Können wir eigentlich auch selber herstellen, ne? Wie sieht's aus mit den anderen? Ah ja. Voll. Gut. Ein bisschen mit Giftfallen schießen könnte ich natürlich auch mal wieder tun. Was ist das hier für ein Gas? Da kann sie, glaube ich, nicht lang, ne? Ja, hier gibt's doch bestimmt was, wo ich weiterkomme, aber... Wenn ich jetzt hier oben lang gehe. Immer noch da. Genau. Spiel, tu mir den Gefallen und ruckel bitte nicht so viel, damit ich mich nicht aufregen muss und meine Zuschauer es nicht als Qualitätsminderung hier bei mir ansehen. Das wäre total nett. Richtig schöne Landschaft. Sieht total klasse hier aus. Gefällt mir sehr schön hier. Muss man ja auch mal würdigen. Voll idyllisch hier irgendwie gerade, so nach diesem ganzen unter der Erde und alles stürzt ein und wir werden beschossen Szenario jetzt wieder so, weiß nicht, idyllisch. Oder auch nicht. Oh oh. Bleib sofort stehen! Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt, du hättest abhauen sollen. Sophia, es reicht. Warte. Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Ihr wird nichts geschehen. Diese Ruinen. Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt! Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Unglaublich. Sophia, sammle unsere Krieger. Und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater.
Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Kampfvorbereitungen. Untersuchen Sie das Tal. Yeah, Jacob ist wieder da. Er lebt noch. Und alles ist okay. Und wir haben Verbündete. Und wir kämpfen zusammen gegen Mordor. Und die Leuchtfeuer wurden auch schon entzündet. Das ist doch toll. MP-Komponente. Oh, ist das alles schön. Jetzt brauchen wir nur noch das nächste Lager und dann rüsten wir uns wieder ordentlich auf. Das haben wir uns hier auch verdient. War hier eigentlich noch was? Ich bin ja hier einfach runtergekommen. Hatte aber keine Zeit, mich umzuschauen. Schade. Von alleine finde ich, also in dem Sinne, von alleine finde ich irgendwie immer gar nichts. Was ist das hier? Kann man da hin? Finden wir noch geheime Gräber? Wer weiß. Dann gehen wir mal hier runter. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen. Wir müssen noch eine letzte Nachricht absenden. So, die anderen Siedlungen warten. Tu, was ich kann. Was hat sie da gefunden? Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Ja, weil hier draußen wächst ja noch nicht genug an Blumen und so. Da nimmt man natürlich sowas Antikes und benutzt es als Vase. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir in die Hörner. Geht mit Gott. Okay. Ja, die bereiten sich jetzt also vor. Wir müssen sie um jeden Preis vom Akropolisturm fernhalten. Ich gehe erstmal hier ins Neulager. Sagt sie da nichts zu? Zu der ganzen Situation hätte ich jetzt gedacht, dass sie da schon was zu sagt. Na gut. Jacob und seine Leute Aha. sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Ja, doch, ja. Kämpfer. Sie allein erheblich weniger Schaden durch Explosionen und Feuer finde ich auch ganz gut. Eigentlich effizienter Killerpfanne, die durch lautlosen Kills erledigt werden, automatisch ausgeplündert. Tod von oben oder Feldsanitäter verbinden sie Wunden schneller. Das ist eigentlich alles ziemlich gut. Kann man alles gut gebrauchen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Vielleicht kann ich mich hier besser entscheiden bei Jäger. Atemkontrolle erhöhen sie Zielfixierkeit für aufgeladene Bogenschüsse. Plünderer erhöhen sie die Munitionsmenge, die sie an feindlichen Meister des Landes entdecken sie mit Hilfe ihrer Überlebensinstinkte. Exotische Tiere in der Nähe und finden sie ihren Aufenthaltsort. Verdienen sie Bonus-EP, indem sie Kopftreffer, lautlose Kills oder Tod von Umkills erfolgen. Je länger die Ketten, desto höher die Bonus-Multiplikatoren. Wie jetzt? Wie jetzt? Verdienen sie, indem sie Kopftreffer, lautlose Kills erfolgreich verketten. Ach so, wahrscheinlich indem ich so alles miteinander mache. Naturforscher erhöhen sie die Menge der natürlichen Herstellungsmittel, die sie von jeder Quelle sammeln. Lebenskunst erhöhen sie die Menge der künstlichen Herstellungsmittel, die sie von jeder Quelle... Und nochmal dasselbe? Nee. Weiß nicht recht. Munition. Mit den Leichen Fallen herstellen. Pistolenkugeln, die großen Schaden machen. Landen Sie das beträchtliche Höhe sicher. Auge für Details. Finden Sie mit Überlebensinstinkten leichte Herausforderungen. Ja, machen wir mal das. Auge für Details. Das mache ich mal. Ich weiß nicht warum. Hatte ich Lust zu. So, jetzt haben wir davon keine Punkte mehr, aber wir können unsere Waffen auf jeden Fall verbessern. Da hatten wir einiges, was wir besser machen können. Weiße Witwe, Compoundbogen, Rekurvebogen. Im Moment benutzen wir ja so diesen einfachen, glaube ich. Genau, diese weiße Witwe, ne? Den, oder? 44%, 36, 44. Machen wir mal den Compoundbogen besser. Genau. Und da können wir gewachste Sehne. Wachs bewirkt eine flexiblere Sehne, was ein sanfteres und schnelleres Spannen ermöglicht. Oder ein maßgefertigter Auslöser erleichtert das Halten der gespannten Sehne und erhöht die Haltezeit.
angepasste Wurfarme. Die verbesserten Wurfarme ermöglichen mehr Zugspannung für erhöhten Schaden bei jedem Schuss. Ich mach mal dieses Sehnenauslöser, weil ich merke manchmal, wenn ich lange halte, es gibt so Momente, da eine Sekunde später hätte ich ihn. Länger halten können ist, glaube ich, ganz gut. Da bin ich dann doch ganz froh drüber, wenn ich das kann. Das Sturmgewehr. Poliertes Verschlussgehäuse. Der polierte Feuermechanismus reduziert die Störanfälligkeiten, erhöht die Schussfrequenz. Anwendbar bei allen Sturm- und Militärgewehren. Das machen wir mal. Benutzen wir doch recht viel. So, und dann können wir da aber noch was irgendwie machen. Bögen. Da darf ich noch mehr machen. So ist nicht anscheinend. Aber nur bei dem oder noch bei dem anderen? Nein, bei dem... Nee, ich darf auch noch den anderen machen. Das ist gut. 45%, dann machen wir mal den Rekurve auch noch mal besser. Ein handgefertigter Bogen, der auf Effektivität in allen Situationen ausgerichtet ist. Ein technisch hochentwickelter Bogen, der auf maximalen Schaden ausgelegt ist. Gebleichter weißer Kupplung für eine ausgewogene Around-Effektivität. Haltezeit ist bei dem ja so lala, ne? Ich weiß gar nicht, was besser ist. So mehr Schaden ist natürlich toll. Vor allem, weil man ja eigentlich doch schon den mehr benutzt im Kampf. Manchmal benutzt man, oder ziemlich oft ja auch einfach, um es an irgendwelche Sachen zu schießen. Dann mache ich den Rekurve mal. Den mache ich auch nochmal besser. So, gewachste Sehne. Bla bla blups, machen wir. So, jetzt ist der auch nochmal besser. Das kann ja alles nicht schaden, ne? So. Und es gibt noch was ich machen kann anscheinend. Und da habe ich nichts gegen. Angepasste Wurfarme, verbesserte Wurfarme ermöglichen mehr Zugspannung, verhöhten Schaden. Freuen wir uns einen Keks, dass wir da die Bögen jetzt ordentlich verbessert haben. Jawohl, das sieht sehr gut aus. 63% haben wir damit schon abgeschlossen. Da freue ich mich. So. Man könnte jetzt auch endlich mal hier schnellreisemäßig noch mehr rausholen irgendwie und wohin reisen wahrscheinlich, weil wir haben gar nicht immer so ein Schnellreiselager, merke ich ganz oft bei den Lagern. Was ich aber vor allem nicht vergessen wollte, und ich tue es gerne vergessen, ja, das war jetzt ein schlauer Satz, war, dass ich natürlich auch noch das Tagebuchzeug hier zu Ende machen wollte, bevor wir das nicht zu Ende kriegen und ich da irgendwie wieder so hinterherhinke. Tagebuch von Lord Croft. Ich glaube, wir hatten da zuletzt Einladung. Ich erinnere mich daran, der hat voller Vorfreude. Dann hatten wir, glaube ich, das. Anna machte ihn wieder glücklich. Sie glaubt an seine Arbeit, wenn sie nur wüsste, dass ich hier draußen mitten im Nirgendwo... Hatten wir das schon? Nee. Ich bin verwirrt. Die Tagebücher meines Vaters, erwähnt meine Mutter. Dad, es tut mir leid. Ich erinnere mich dann. Hatten wir das jetzt schon? Die Konferenz war natürlich ein Desaster. Sie hätten mich genauso gut ausbuhen können. Trotzdem habe ich die beste Laune seit Jahren. Ich habe jemanden kennengelernt. Eine Verehrerin. Sie kam nach dem Gemetzel zu mir. Ich dachte, sie wollte mich weiter demütigen, aber stattdessen bat sie darum, mehr über meine Arbeit zu erfahren. Und als ich erzählte, stellte sie nicht lauter zynische Fragen. Ihre Fragen waren intelligent. Beinahe unschuldig in ihrer Wissbegierde. Wir redeten stundenlang. Sie sagte, sie heiße Anna. Ich habe sie zum Abendessen eingeladen, wenn wir zurück in London sind. Anna machte ihn wieder glücklich. Sie glaubte an seine Arbeit, wenn sie nur wüsste, dass ich hier draußen mitten im Nirgendwo hinter demselben Ziel her bin. Ja, dann mache ich jetzt auch nochmal Kollaborateur. Anna hat meinem Leben völlig neuen Schwung gegeben. Sie hat geholfen, meine Arbeit zu ordnen, die Forschung zu sortieren. Sie will sogar meine Lektorin sein. Ich hätte nie geglaubt, eine so engagierte Mitarbeiterin zu finden. Ihre Anwesenheit im Haus hat alles belebt. In den Räumen ist wieder Leben. In mir ist wieder Leben. Aber ich bin besorgt, was Lara angeht. Sie ist vorsichtiger mit Gefühlen als ich. Sie könnte glauben, dass ich ihre Mutter ersetzen will. Aber das stimmt nicht. Ich will in diesem Leben nur so glücklich wie möglich sein. Lara wird das einfach verstehen müssen. Ich denke auch, dass sie das verstehen konnte. Und das Letzte wäre dann noch Enthüllungen. Neue Entwicklungen. Ich habe ein altes Manuskript gefunden unter einem Haufen pseudowissenschaftlicher Texte.
Beim Übersetzen erkannte ich, was es war. Eine Aufzeichnung über den unsterblichen Propheten. Ich arbeite immer noch an der Übersetzung, aber ich weiß schon jetzt mehr über sein Leben als je zuvor. Vielleicht erfahre ich genug, um den Standort seines Grabes zu finden. Das Manuskript könnte es sein. Der Teil meiner Forschung, der alle meine Arbeiten über die unsterbliche Seele verbindet. Die Enthüllungen häufen sich. Es gibt viel zu tun. Heute beim Abendessen werde ich mit Anna feiern. Dad war so nah dran, das Grab des Propheten zu finden. Aber irgendetwas zwang ihn, alles aufzugeben. Ach, der Arme. Und ich glaube, wir hatten da irgendwas anderes gelesen, aber nicht das Tagebuch von Lord Croft oder so, als ich das letzte Mal versucht habe. Wahrscheinlich bin ich dann nicht so weit runtergegangen. Also ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall war das jetzt ein bisschen mehr Info nochmal über Lord Croft. Was ich sehr interessant finde, es gehört halt einfach zu Laras Leben dazu. Und ich darf das hier abfackeln, wenn ich hier irgendwie eine Flasche oder sowas finden könnte. Finde ich hier eine Flasche? Na? Manno! Ich muss hier irgendwie... Normalerweise liegt hier überall immer sowas rum und wenn man diese Buddeln braucht, dann sind sie nicht da und es ruckelt schon wieder so. So, laufen wir hier das Gras entlang. Ja, was sind das hier? Kürbisse? Oh, ist das putzig hier. Guckt euch das mal an. Kürbisse in Tomb Raider. Die hier so fröhlich wachsen. Ist das süß. Und wenn ich den Vogel abschieße, dann kriege ich bestimmt voll die Belohnung. Guck mal, der fliegt voll im Kreis. Ah! Oh. Ich glaube, hier kommt er rum. Komm, der war gut. Jawohl. Das war jetzt irgendwie voll gemein, aber... Das war echt gemein jetzt von mir. Oh, der war voll süß und hübsch, der Vogel, aber der war auch ein bisschen dumm. Ich habe versprochen, sie zu schützen. Was habe ich getan? Wir hätten damit rechnen müssen. Wir wussten es besser, verdammt. Ich gehe da mal hin und wir belauschen die Leute im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Ich finde es total toll, dass wir jetzt hier in so einem Dorf irgendwie sind, wo alle irgendwie so ein bisschen wie so im Mittelalter hier irgendwie leben. So ganz einfach und trotzdem so schön mit ihrem eigenen Ackeranbau und irgendwie... Wie in so einem Fantasy-Rollenspiel gerade so ein bisschen, womit man gar nicht so gerechnet hätte irgendwie. Ziemlich cool. Ihr könnt mir ja gerne auch mal euren Eindruck schildern. Ich freue mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Wir sehen uns im nächsten Part bei Rise of the Tomb Raider. Bis dann.